Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zum heutigen Überblick über die aktuellen Zahlen am 2.2.2021. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank an Jürgen und Renate für eure Unterstützung, die ihr mir auf dem Wege, der unten drunter verlinkt ist, zukommen lassen. Vielen Dank, meine Lieben. Ja, wir steigen einmal ein. Das RKI errechnet sich insgesamt 2,228 Millionen Fälle. 6.114 waren es gestern, 74.869 in den letzten 7 Tagen. Die Inzidenz ist immer noch bei 90 und insgesamt sind 57.981 Verstorbene mit und an Covid-19 registriert worden. Wir sehen hier den 14-Tage-Trend, dass der auch weiterhin ja, relativ stabil mit diesen Einknicken immer sonntags, montags ist. Aber, beziehungsweise immer Anfang der Woche ein bisschen niedriger Zahlen hat, lassen wir uns überraschen, wie das jetzt im Lauf der Woche weitergeht. So, 861 Verstorbene sind gestern gemeldet worden. Wir schauen da einmal gleich im Divi-Register, wie es dort genau aussieht, also wie viele von diesen über 800 auf den Intensivstationen verstorben sind. Der 7-Tage-R-Wert liegt bei 0,88. Hier nochmal der Hinweis, Anfang letzten Jahres hieß es R-Wert unter 1, alles gut. So, wir haben nur noch Tirschenreuth, den Landkreis, bei einer Inzidenz von über 300, bei 232 Fällen in den letzten 7 Tagen. Wir gucken einmal gerade auf die auf die Verstorbenen. Da sehen wir weiterhin die Altersgruppe 80+, mit über 40.000 Anteil an den insgesamt 57.000. So, gefolgt von der Gruppe 60 bis 79, männlich. Sehr stark vertreten, weiblich halb so viel. Auch interessant. Wir öffnen uns einmal hier unten die Grafik und gucken mal, wie viele Meldesätze gestern eingetroffen sind. Es waren sage und schreibe 2631. Jetzt blenden wir das Meldedatum wieder aus und haben hier unten 38 bekannte Erkrankungsbeginne. Jetzt gucken wir nochmal hier auf die Meldungen und wir sehen schon wieder, es sind verdammt viele Nachmeldungen dabei. Gelistet wurden gestern, neu berichtet, sprich mit Nowcasting, 3525. Den Stand gestern blenden wir einmal aus und sehen, dass wir hier im Mai, Oktober, November, Dezember und im Januar auch wieder viele Neuberichtungen haben. Hier zum Beispiel der 30. Januar mit über 700 neu berichteten Fällen. Auch hier die Frage, wie kann das sein, dass so viele Nachmeldungen aus März, Oktober und so weiter jetzt hier noch auftreten? Das ist doch langsam echt nicht mehr feierlich, meine Lieben. So, wir gucken einmal auf das Divi. Ach, wobei, den hatte ich hier schon geöffnet gehabt. Okay. So, im Divi-Register haben 1281 Krankenhausstandorte gemeldet. Momentan sind 4264 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 2356 davon momentan eine 55-prozentige Quote, die invasiv beatmet sind. Von den 66.434 insgesamt beendeten Behandlungen haben wir eine 28-prozentige Sterbequote gehabt. 147 der über 800 gestern sind auf den Intensivstationen verstorben. 22.545 Betten sind belegt, 4.462 Betten frei, zuzüglich 10.822 in der 7-Tages-Reserve. Die Helios-Kliniken behandeln momentan 12.871 Patienten ohne Covid-19 und werden von 1.079 mit Covid-19-Indikationen auf den Normalstationen begleitet. 1113 Patienten ohne Covid-19 auf Intensivstationen, von 316 mit Covid-19-Indikation begleitet. Ja, meine Lieben, hier nochmal kurz der Hinweis, dass wir eine Bevölkerung haben, die in der Altersgruppe 67+, 16 Millionen Menschen ausmacht. Ein Anteil von 19% an der Gesamtbevölkerung. Und hier sehen wir auch, dass gerade in den Bereichen, die auch in der Inzidenz relativ stark vertreten sind, wir einen hohen Anteil haben an Bevölkerung, die 60 und älter ist. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber, genauso über neue Abonnenten. Wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, werdet ihr immer über die aktuellsten Videos informiert. Und in dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch, Feinde zu sein,
Macht euch die Quellen selbst zugänglich und schaut sie euch auch bitte selbst an. Bis dahin, euer Mike.